Im Juni 1967 fügen die Israelis Ägypten, Jordanien, Syrien und der gesamten arabischen Welt eine vernichtende Niederlage zu. Die Folgen dieses Krieges sind bis heute deutlich spürbar. Wer erinnert sich noch an die Träume eines Jamal Abdel Nasser? Jenes Mannes, der fast 20 Jahre lang als Inkarnation der Hoffnungen auf eine große, vereinte und vom Joch der alten Kolonialherren befreite arabische Nation galt. Jenes Mannes, dessen Traum von der Einheit Arabiens mit der Niederlage nach jenen 6 Tagen im Juni 1967 zerbrach. 3 Jahre nach dem 6-Tage-Krieg stirbt Nasser, 52-jährig, an einem Herzinfarkt. An gebrochenem Herzen, wie seine Freunde sagen. Was bleibt vom Traum Nassers von einem modernen, laizistischen arabischen Vaterland? Eine zerrissene arabische Welt, in der immer mehr Menschen ihre Hoffnung verlieren und Trost in den Heilsversprechungen religiöser Extremisten suchen. Im nächsten Jahr in Jerusalem. So grüßen sich Juden seit Jahrhunderten zum Pascha-Fest. Doch damit war niemals eine militärische Eroberung der Stadt gemeint. Und nun marschieren die israelischen Generäle als Sieger in die heilige Stadt ein. Einer fehlt auf diesem Foto. Der Mann, der mit allen Mitteln versuchte, den Krieg zu verhindern. Levi Eschkol, der damalige israelische Premierminister. Wer erinnert sich noch an diesen Mann, der das absolute Gegenteil von Nasser war? Der sein Volk nicht träumen ließ und gerade deswegen das Interesse der Karikaturisten auf sich zog. Eschkol ist vor allem ein Mann des Ausgleichs. Ein Mann, der radikale Lösungen zu meiden versucht. Doch im Juni 1967 kann er die Kriegstreiber und Generäle nicht mehr aufhalten. 1,5 Jahre nach dem Krieg stirbt der 74-Jährige wie Nasser an einem Herzinfarkt. An gebrochenem Herzen, wie seine Frau sagt. Der Krieg im Juni 1967 bedeutete für Israel einen großen militärischen Sieg. Doch in den besetzten Gebieten wuchs seitdem ein unerbittlicher palästinensischer Widerstand heran, der Israel zum Stillstand brachte. Kairo, 14. Mai 1967. Ein Konvoi von Staatskarossen rauscht durch die Nacht zur Residenz des ägyptischen Präsidenten Jamal Abdel Nasser. Anwar el-Sadat, der Präsident der Nationalversammlung, kehrt aus Moskau zurück. Im Gepäck eine Nachricht der Sowjetführer, der mächtigen Alliierten Ägyptens. Die Nachricht ist dringend und brisant. Israel bereitet sich darauf vor, Syrien anzugreifen, und zwar in den nächsten Tagen. Sadat betritt das Büro Nassers, in dem sich auch Marschall Amer befindet, der Oberbefehlshaber der ägyptischen Streitkräfte. Ägypten ist das einflussreichste Land der arabischen Welt, die versucht, aus der Unterentwicklung herauszukommen. Ägypten hat einen Allianzpakt mit Syrien geschlossen. Wird Syrien angegriffen, muss Ägypten das Land unterstützen. Seit einem Jahr kommt es zu Konfrontationen zwischen Syrien und Israel. Luftgefechte, Angriffe palästinensischer Kämpfer über die israelisch-syrische Grenze. Die sowjetische Nachricht erscheint plausibel. Nasser hat die Behauptungen der Sowjets niemals in Frage gestellt. Er musste also handeln. Sollte Israel Syrien angreifen, würde Ägypten seinem Allianzpartner beistehen müssen. Andernfalls wäre sein Ruf in der gesamten arabischen Welt ruiniert. Amer bestätigt Nasser, dass seine Armee in der Lage sei, es mit Israel aufzunehmen. Es kommt zur allgemeinen Mobilmachung.
Der ägyptischen Armee, aufgerieben von einem Krieg mit dem Jemen, fehlt es an Soldaten. Also rekrutiert der Staat seine Infanterie vor allem von den Feldern und aus den Dörfern des Nildeltas. Zu Tausenden erhalten die dortigen Bauern ihren Einberufungsbescheid. Für uns gab es nur Nasser. Die Bauern waren früher sehr arm und Nasser hatte ihnen Land gegeben. Nasser half den Armen und deshalb liebten wir ihn. Innerhalb von 48 Stunden marschieren im Sinai 3 Divisionen auf. 45.000 Soldaten, 300 Panzer, 450 Panzerfahrzeuge und die Artillerieeinheiten. Die Soldaten sind größtenteils wenig ausgebildet, ihre Ausrüstung hauptsächlich sowjetischer Herkunft. Aber der Aufmarsch ist beeindruckend und liefert gute Fernsehbilder. Klar ist, dass Nasser mit einem solchen Truppenaufmarsch in unmittelbarer Nähe zur israelischen Grenze eine Geste vollzieht, die in der gesamten Region noch lange nachwirken wird. Am 15. Mai 1967 feiert Israel seinen Nationalfeiertag mit einer Militärparade in Jerusalem. Nur wenige hundert Meter von der Grenze zu Jordanien entfernt, die die Stadt teilt. Levi Eshkol, der nicht nur Premier, sondern auch Verteidigungsminister ist, lässt seine Soldaten marschieren. Er ist über die ägyptischen Truppenbewegungen im Sinai informiert. Ich saß nicht weit von Levi Eshkol entfernt auf der Tribüne im Stadion. Als die Parade begann, kam ein Offizier und flüsterte Eshkol etwas ins Ohr. Eshkol runzelte die Stirn und sah beunruhigt aus. Ohne Zweifel fragte sich Eshkol, was Nasser mit der Mobilmachung vorhatte. Doch er nimmt an den Feierlichkeiten teil, als ob nichts wäre. Auf Rat seines Generalstabschefs Yitzhak Rabin beschließt Eshkol trotzdem, eine Panzerbrigade zu mobilisieren. Mehr jedoch nicht, denn er wartet auf genauere Informationen. In den folgenden Stunden werden 3000 Israelis einberufen. Gemäß dem ausgearbeiteten Verfahren einer effizienten Armee. Einer dieser Männer, der Reservesoldat Jehoshua Bar Dayan, führt Tagebuch. Elf Uhr abends. Das Telefon klingelt. Ich muss in 10 Minuten los, um bei der Mobilmachung meiner Einheit behilflich zu sein. Gila ist völlig aufgewühlt und auch ich bin nervös. Um alle zu mobilisieren, werden wir die ganze Nacht brauchen. Wir steigen Treppen hoch, klopfen an Türen, blicken in beunruhigte Gesichter. Väter umarmen ihre Kinder, versuchen sie zu beruhigen, ihnen Mut zuzusprechen. Um 6 Uhr bin ich zurück. Ich umarme Gila und Yarif. Als ich wieder aufbreche, winken sie mir vom Balkon aus nach. Doch im Verteidigungsministerium, wo sich zur gleichen Zeit die Geheimdienstleute treffen, wird in der Aktion Ägyptens keine Vorbereitung zum Krieg gesehen. Wir haben die Lage sondiert und um Mitternacht bereits eine erste Analyse der ägyptischen Truppenbewegungen vorliegen. Unserer Ansicht nach handelte es sich um eine Taktik, die Israel unter Druck setzen sollte, falls wir einen Angriff auf Syrien planten. Für General Gassid steht der Krieg nicht auf der Tagesordnung. Doch das Land ist bereits in Alarmbereitschaft. Nachts hört Gassid auf dem Nachhauseweg im Radio den Hit »Goldenes Jerusalem«.
Darin werden die Juden aufgefordert, Jerusalem niemals zu vergessen. Auch Nasser lässt die militärische Situation an der Grenze zu Syrien überprüfen und erfährt von seinem Geheimdienst, dass es dort zu hoher Konzentration israelischer Truppen gekommen ist. Doch wird Nasser seine Truppen aus dem Sinai zurückziehen? Mit der Mobilmachung hat er bei den arabischen Völkern großen Enthusiasmus ausgelöst. Er ist beliebt und das stützt seine Macht. Er will sein Volk nicht enttäuschen. Es gibt kein Zurück mehr. Ein Grund für Nassers Beliebtheit bei den Arabern war sein Nationalismus. Er vermittelte ihnen, dass sie als Araber eine Macht darstellten und nicht als Staatsangehörige dieses oder jenes Landes. Das weckte ihren Enthusiasmus. Nasser nutzte die Gelegenheit, um die arabische Präsenz auf internationalem Parkett zu festigen. Etwas, was ihm schon immer am Herzen gelegen hatte. A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria. 1956 fordert Nasser das Schicksal heraus. Er verkündet die Nationalisierung des Suezkanals, der für den Erdöltransport in den Westen von strategischer Bedeutung ist. Im Oktober 1956 vereinigen Israel, Frankreich und Großbritannien ihre Streitkräfte, um den Kanal zurückzuerobern. The Egyptian army was defeated. Als der UN-Sicherheitsrat den Rückzug der fremden Truppen anordnet, gelingt es Nasser, diese eindeutige militärische Niederlage in einen politischen Erfolg zu verwandeln. Notez qu'en 56, c'est quand même une victoire. Wissen Sie, 1956, das war dennoch ein Sieg. Denn mit Großbritannien und Frankreich wurden beide Großmächte, die bis zum Zweiten Weltkrieg die politische Szene beherrschten, zum Rückzug gezwungen. Zudem mussten sich auch die israelischen Truppen zurückziehen. Und der Suezkanal wurde nationalisiert. Nichtsdestotrotz bleibt Nasser ein politischer Sieg verwehrt, denn er musste zwei Zugeständnisse machen, die von erheblicher Bedeutung sind. Er muss die Stationierung von UNO-Streitkräften auf ägyptischem Territorium zulassen und den freien Schiffsverkehr in der Meerenge von Tiran und dem Golf von Aqaba erlauben, auch für israelische Schiffe. Für fast 10 Jahre wird es wieder ruhig an dieser strategisch wichtigen Grenze. Dank der Blauhelme der UNO. Doch im Mai 1967 stellt eine erneute Initiative Nassers alles wieder in Frage. Ich bekam einen Anruf von Brigadegeneral Shakavi, meinem ägyptischen Verbindungsoffizier. Er teilte mir mit, Befehle vom Generalhauptquartier in Kairo erhalten zu haben. Am selben Tag erhält General Ibrahim Sharkawi eine Botschaft aus Kairo. Darin fordert Ägypten die Blauhelme zum Verlassen ihrer Kontrollposten entlang der Grenze auf. Sollte ein Krieg ausbrechen, könne ihre Unversehrtheit nicht mehr garantiert werden, heißt es darin weiter. Ich reagierte darauf sehr kühl. Ich sagte ihm, ich werde das an den Generalsekretär weiterleiten und ihn um Anweisungen bitten. Daraufhin fragte mich Shakavi, aber Sir, wie denken Sie darüber? Ich dachte schnell nach und antwortete, haben Sie die Konsequenzen dieser Forderung genau bedacht? Haben Sie ausgearbeitet, wie Sie mit Israel umgehen wollen, wenn Sie Ihre Truppen an die Grenze verlegen und die UNO-Truppen abziehen? Wie die Israelis darauf antworten könnten? Ach, Sir, beim nächsten Mal sehen wir uns zum Mittagessen in Tel Aviv.
Die UNO wird in die Enge getrieben. Die blockfreien Staaten spielen nun eine entscheidende Rolle. Und sie sehen sich mit Nasser verbunden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, beschließt, die Entscheidung Ägyptens zu respektieren. These are the last pictures taken of members of the United Nations Emergency Peacekeeping Force in position on Egyptian territory at the Gaza Strip frontier with Israel. Wenige Tage später zieht die Einsatztruppe der Vereinten Nationen ab. The time 2 p.m. Von der anderen Seite der Grenze aus beobachten die Israelis den Abzug der UNO-Truppen. Nun trennt keine internationale Truppe mehr die israelische von der ägyptischen Armee. Mit seiner Forderung nach dem Abzug der UNO hat Nasser provoziert. Das Infragestellen der Verträge von 1956 schafft eine kritische Situation. Tel Aviv. John Haddon, CIA-Agent in Israel, erstattet seinen Vorgesetzten in den USA Bericht. Demnach habe Nasser zwar den Spieleinsatz erhöht, doch dies bedeute nicht, dass er den Krieg suche. Für mich war er nichts weiter als ein kleiner Junge, der von seinem Vater festgehalten wird und schreit: Lass mich los, ich will kämpfen. Eigentlich will er nicht, dass der Vater ihn loslässt, doch der lässt ihn los. Und dann kann er nicht mehr zurück, verstehen Sie? In seiner Wohnung in einer ruhigen Straße von Jerusalem erfährt Levi Eschkol vom Abzug der UNO-Truppen. Er befürchtet, dass dies eine Kette von Geschehnissen auslöst, die niemand mehr aufhalten kann. Sein militärischer Berater, Oberstleutnant Yisrael Lior, notiert in seinem Tagebuch: Eschkol hat seinen Stellvertreter, mich und seine Frau Miriam, ins Vertrauen gezogen. Wie Nasser weiß auch Eschkol nur zu gut, dass das Abrücken der UNO-Einsatztruppen eine neue Situation schafft, die auf einen Krieg hinauslaufen kann. Durch den kleinsten Zwischenfall könnte die Situation eskalieren. Nach dem Abzug der UNO-Truppen steht die Meerenge von Tiran nun unter ägyptischer Kontrolle. Um diese wiedergewonnene Oberherrschaft zu unterstreichen, ist Nasser versucht, noch weiter zu gehen. Er will israelischen Schiffen das Befahren der Meerenge verbieten. Nasser fragt seinen Generalstabschef Marschall Abdel Hakem Amer, wie es um die Verteidigungsfähigkeit Ägyptens stehe, sollte Israel darauf reagieren. Und wieder erklärt ihm Amer, seine Armee sei darauf vorbereitet. Sie werden viele Leute finden, die Ihnen sagen, Jamal Abdel Nasser sei allein für seine Entscheidungen verantwortlich. Ich, für meinen Teil, kann Ihnen bestätigen, dass er niemals bis zu diesem Punkt gegangen wäre, wenn ihm seine verantwortlichen Militärs gesagt hätten, dass die Truppen nicht auf einen Krieg vorbereitet seien. Nasser kann nicht anders. Er muss seinen militärischen Oberkommandeuren vertrauen, vor allem Amer. Amer und Nasser sind alte Kampfgefährten, die gemeinsam vor 15 Jahren die Macht in Ägypten ergriffen haben. Es kam zu einer Art Pakt zwischen den beiden. Nasser bekommt die Staatsgeschäfte, Amer die Armee. Ein Bruch dieses Paktes hätte die Stabilität der Machtverhältnisse in Ägypten gefährdet. Nasser sagte: Ich bin ein Schachspieler. Doch mein Spielfeld ist die Politik, nicht das Militär. Ich habe vor 1967 so manches Mal mein Spiel gespielt. Doch diesmal hat mich Amers Aussage über den Zustand der ägyptischen Streitkräfte in den Krieg ziehen lassen.
Der Zustand der Armee ist in der Tat trügerisch. Sie zählt zwar viele Soldaten, ist aber alles andere als schlagkräftig. Tragischerweise waren sie unfähig, den Truppenbericht richtig auszuwerten. Sowas ist aber auch nicht einfach. Denn Zahlen allein reichen nicht. Die Erfahrung spielt dabei eine große Rolle. Denn drei Panzer plus drei Panzer ergeben nicht automatisch sechs. Die folgenden Stunden sind entscheidend. Nasser weiß, dass eine Blockade der Meerenge von Tiran einen Kriegsgrund darstellen kann. Sie ist für Israel der einzige Seeweg nach Süden. Kann er auch diesmal die Großmächte vor vollendete Tatsachen stellen, so wie er es 1956 mit der Nationalisierung des Suezkanals tat? Seine Entscheidung wird zum Wendepunkt seines Lebens und einem Wendepunkt in der Geschichte Ägyptens. Vor Piloten der Luftwaffe verkündet Nasser die Blockade der Meerenge. Begleitet wird er von Amer, so als wollte er das Vertrauen in die Armee zur Schau tragen. Um 2.30 Uhr nachts wird Eschkols Militärberater, Oberstleutnant Lior, geweckt und erfährt von der Schließung der Meerenge von Tiran. Ich sitze auf meinem Bett und fühle das Blut in meinen Schläfen pulsieren. Ich weiß, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Israel wird in den Krieg ziehen. Ich werde gebeten, mich in den Saal des Ministerrats zu begeben. Ich glaube, dass heute der Krieg ausbrechen wird. Wir dürfen der ägyptischen Armee keine Zeit lassen, sich zu organisieren. Ich rufe Eschkol über die Direktverbindung an. Herr Premierminister, die Ägypter haben die Meerenge blockiert. Um 8 Uhr morgens trifft sich Eschkol mit mehreren Generälen, die von ihm eine Entscheidung erwarten. Anwesend sind auch Generalstabschef Yitzhak Rabin und der Leiter des Nachrichtendienstes Aaron Yariv. Beide sind der Meinung, dass Israel mit Gewalt antworten müsse, um seine militärische Überlegenheit zu beweisen. Eschkol hört seinen Generälen zu, doch er möchte sicher gehen, dass die Meerenge wirklich blockiert ist. Eine Woche später wird im Golf von Aqaba ein Öltanker erwartet, der den israelischen Hafen von Eilat anlaufen soll. Dann würde sich herausstellen, ob die Ägypter das Schiff durchlassen oder nicht. Für die Militärs aber spielt es keine Rolle, ob die Meerenge wirklich geschlossen ist. Die Blockade war angekündigt. Und für die Israelis war es unmöglich, darauf nicht zu antworten. Absolut unmöglich. Denn dies wäre dem Eingeständnis einer Niederlage gleichgekommen. What's now going to happen, Mr. President? Do you think the Israelis are going to attack the Arabs? Well, we are waiting for them. We left for them the initiative completely. We are waiting for them. In Israel sind die Militärs beunruhigt. Würden sie nicht reagieren, könnte dies den Eindruck von Schwäche erzeugen. Generalstabschef Rabin erklärt dazu: Hier geht es nicht nur um die freie Schifffahrt, sondern um die Glaubwürdigkeit Israels. Wir müssen Entschlossenheit zeigen und unser Recht auf Verteidigung beweisen. Am Ende einer äußerst heftigen Diskussion vertagt die Regierung ihre Entscheidung auf den übernächsten Tag und betraut Außenminister Abba Eban mit einer wichtigen Mission. Er soll bei den Alliierten Israels in Europa und den USA Rat einholen. In der Hoffnung, dass diese Ägypten zur Aufhebung der Blockade bringen können. Ja.
In Ägypten verbreitet das Radio Propaganda, um die öffentliche Meinung zu schüren. Das Radio wandte sich an alle arabischen Völker und bat sie, sich im Kriegsfall auf die Seite Ägyptens zu schlagen. Alle waren davon überzeugt, dass unsere Armee siegen würde, auch wir Medienleute. Es gab keine Zweifel daran, dass Jamal Abdel Nasser aus Sicht der Araber am weitesten ging. Vom Persischen Golf bis zum Atlantik war Nasser der Führer, auf den wir gewartet hatten. Es stimmt, dass die Leute über Nasser sagten, es sei alles nur Geschwätz. Doch in Wirklichkeit war die arabische Welt bereit, ihm zu folgen. Die arabische Welt war bereit, alles zu tun, um sein Projekt zum Erfolg zu bringen. Für Nasser stand Palästina im Mittelpunkt des Kampfes der arabischen Nationen. In ihm lag die Hoffnung hunderttausender Palästinenser, die seit der Staatsgründung Israels 1948 als Flüchtlinge im Gazastreifen, in Jordanien und in den umliegenden arabischen Staaten lebten. In case of the Arabs of Palestine, you know, here in this part of the world, in the Arab country, no one accept this idea about forgetting all the past, all the 20 years and close our eyes and leave everything as it is. We insist about the rights of the Arabs of Palestine. . 1967 gibt es außer den Versprechungen Nassers so gut wie nichts, was die Hoffnungen der Palästinenser auf eine Rückkehr in ihre Dörfer und ihr Land aufrechterhalten konnte. Die Menschen sahen regelrecht zu Abdel Nasser auf. Hätte es damals eine Umfrage gegeben, so wären darin wahrscheinlich mehr Palästinenser als Unterstützer Nassers aufgetaucht als Ägypter. Wissen Sie, es war unglaublich. Ich kann mich erinnern, sein Gesicht auf Gebetsteppichen abgebildet gesehen zu haben. Das hat mich schockiert. Was soll das Gesicht Nassers auf deinem Gebetsteppich? Er war ein außergewöhnlicher Held, der unfehlbar schien. Die Stimmungslage hat sich geändert. Propagandistische Bilder an den Häuserwänden und politische Sendungen im ägyptischen Radio und Fernsehen sollen die arabischen Massen mobilisieren. Die Sendungen können auch auf der anderen Seite der Grenze empfangen werden. Manche Programme werden gar auf Hebräisch gesendet und richten sich direkt an die Israelis. Nasser, Nasser, anahnu acharecha, nashmid etchem, nesrof etchem, nishak etchem adda. Die Propaganda zeigt Wirkung in Israel, wo es damals noch keine eigene Fernsehanstalt gab. 1967 schauen sich die Israelis die Sendungen des ägyptischen Fernsehens an. Sie sahen das ägyptische Fernsehprogramm und sie sahen die Freude in den Straßen. Sie sahen Nasser auf einem Luftwaffenstützpunkt im Sinai mit Piloten der MiG-21, kampfbereit in ihren Uniformen mit einem breiten Grinsen. Sie sahen unglaublich viele Panzer in den Sinai einrollen. Karikaturen der ägyptischen Presse werden in Israel nachgedruckt. Sie zeigen die kriegerische Zerstörung des Landes und schüren die Ängste der Bevölkerung. Die Israelis bereiten sich aufs Schlimmste vor. Rabbis segnen die Erde von öffentlichen Parks, um diese später in Friedhöfe verwandeln zu können. Zahllose Freiwillige melden sich zum Blutspenden. Schützengräben werden gezogen. Fast alle Reservisten sind mittlerweile mobilisiert. Ich hatte große Angst, mein Haus zu verlassen.
Die Straßen waren wie ausgestorben. Wir schienen in einer Geisterstadt zu leben. Ich sagte mir, wenn die Invasion kommt, dann werde ich den Gashahn öffnen, damit wir alle gemeinsam sterben. Ich hätte niemals zugelassen, dass meinen Kindern etwas angetan wird. Die arabische Propaganda zeigt auch über den Orient hinaus Wirkung. Auf der ganzen Welt weckt sie die Furcht vor der totalen Vernichtung Israels. Israel hat unsere Ansprachen benutzt, um der westlichen Welt zu beweisen, dass die Araber die Juden tatsächlich ins Meer treiben wollten. Es stimmt leider wirklich, dass damals solche Sachen gesagt wurden. Doch ich war damit nie einverstanden. Israel hat sich diese Angst vor einer erneuten Judenverfolgung aber auch zunutze gemacht und alles Notwendige getan, um die Medien des Westens auf dem Laufenden zu halten. Junge Juden aus aller Welt melden sich als Freiwillige für die israelische Armee, weil sie das Land in Gefahr wähnen. What are you going to do when you get out there? Whatever they ask me to do. I feel that I identify strongly with Israel, and I feel that they need me perhaps now more than they will next year. Wir fühlten alle, dass uns etwas drohe, dass jederzeit etwas passieren könnte. Es stand kurz bevor. Irgendwas würde bald explodieren. Während die ägyptische Propaganda die israelische Bevölkerung und die jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt beunruhigt, bewahren die israelischen Militärs Ruhe. Sie kennen die Lage. Ihre Analysen belegen die immense militärische Überlegenheit der israelischen Armee. Doch sie werden geheim gehalten. Die israelische Öffentlichkeit erfährt davon erst lange nach dem Krieg. In der Armee machten wir uns ein sehr realistisches Bild von den Verhältnissen der Streitkräfte. Wir hatten überhaupt keine Zweifel. Wir sahen dem, was kommen würde, äußerst gelassen entgegen. Niemals, nicht einmal in unseren Albträumen, hätten wir die Existenz Israels in Gefahr gesehen. Levi Eshkol sitzt nun zwischen den Stühlen. Als Verteidigungsminister weiß er nur zu gut, dass seine Streitkräfte von den arabischen Armeen wenig zu befürchten haben. Doch als Premierminister darf er die Ängste seines Volkes nicht missachten. Wir fühlten, wie die Ungeduld der Öffentlichkeit gegenüber Eshkol allmählich wuchs. Der Druck auf ihn wurde immer größer. Immer wieder vertagte er seine Entscheidung. Das kam nicht gut an. Gebt uns einen General, gebt uns einen General, gebt uns einen Militärführer. Auch die Presse setzt Eshkol zu. Karikaturen zeigen ihn als unentschlossenen Anführer, der im Schlaf vom Feind überrannt wird. Diese letzten Tage waren für Eshkol sehr hart. Auch seine engsten Parteifreunde forderten, er solle das Amt des Verteidigungsministers niederlegen. Er verstand das nicht und fragte: Was habe ich getan, um so behandelt zu werden? Er habe doch niemals die Verteidigungsfähigkeit des Landes gefährdet. Doch der Druck auf ihn wuchs weiter an und er stand immer isolierter da. In Kairo wird auch Nasser vor eine Zerreißprobe gestellt.
Am 23. Mai trifft der Generalsekretär der UNO, Utant, in Kairo ein und bietet ihm ein allerletztes Gespräch an, um den Krieg doch noch zu verhindern. Nasser, Utant und der Kommandeur der UNO-Truppen in Ägypten, General Ricci, erreichen in ihrem Gespräch nichts. Doch seine Gäste verstehen nun besser, womit Nasser konfrontiert ist. Nach dem Fototermin für die Presse lädt Nasser die beiden Männer zu einem privaten Abendessen ein. Sie sind die letzten Ausländer, die vor dem Krieg mit ihm gesprochen haben. Mir wurde klar, dass er unter enormem politischen Druck stand. Er sagte, die Militärs bestünden darauf, dass er in den Krieg ziehe. Leider kann ich mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber er wies deutlich darauf hin, dass er Angst vor einem Staatsstreich habe. Ich glaube, er befürchtete auch einen Mordanschlag. I think this was also in his mind. Nasser stand vor einem Abgrund. Die arabische Welt hofft auf eine Befreiung Palästinas durch den Einmarsch nach Israel. Nasser wird von seinen Militärs zum Handeln genötigt. Er soll als Erster angreifen. Doch zuvor will sich Nasser der politischen Unterstützung der Sowjets versichern. Nasser schickt seinen Verteidigungsminister Shams Badran nach Moskau. Der ägyptische Präsident kennt die Vorbehalte der Sowjets gegenüber einem ägyptischen Erstschlag. Sollten die Sowjets ihre Ablehnung bestätigen, gäbe dies Nasser gute Argumente, einen Erstangriff hinauszuzögern. Wie der Diplomat Pavel Akopov bestätigt, erhält Badran vom russischen Präsidenten Alexei Kosygin eine eindeutige Antwort. Wir konnten einem Präventivschlag gegen Israel nicht zustimmen. Wir konnten nicht zulassen, dass Ägypten mit den Kampfhandlungen beginnt. Denn durch einen solchen Präventivschlag wäre Ägypten zum Aggressor geworden. Das widerspräche unserer Politik. Wir unterstützen keine Aggressoren. Zur gleichen Zeit reist Abba Eban, der israelische Außenminister, nach Washington und trifft sich mit US-Präsident Lyndon B. Johnson. Die USA stehen mitten im Vietnamkrieg und Eban möchte erfahren, ob sie sich auf ein weiteres riskantes Abenteuer einlassen und zur Aufhebung der Blockade der Meerenge von Tiran amerikanische Kriegsschiffe entsenden würden. Er legte mir seine eigene Ohnmacht sehr deutlich dar. Das habe ich nie zuvor oder danach von einem amerikanischen Präsidenten gehört. Er sagte, er sei vom Vietnamkrieg eingeengt und frustriert und er könne nicht ausführen, was eigentlich seiner Politik entsprochen hätte, die Meerenge unter Einsatz amerikanischer Kräfte zu öffnen. Dann machte er eine wahrhaft orakelhafte Aussage. Israel wird nicht allein sein, solange es nicht beschließt, allein zu sein. Die Botschaft, die Abba Eban überbringt, hilft Eshkol wenig gegenüber seinen Generälen. Ihm bleiben kaum noch Alternativen, denn Johnsons Position lässt die Israelis mit ihrer Verantwortung allein. Das Dilemma verlangt nach einer sofortigen Lösung. In den Krieg ziehen oder nicht. Eshkol berät sich mit seiner Regierung. Die Hälfte seiner Minister möchte warten, die andere zum Angriff übergehen. Eshkol wird auch von der Opposition belagert. Unter seinen Fenstern fordern Demonstranten, dass er sein Amt als Verteidigungsminister an Moshe Dayan übergeben soll, an einen General. Nicht weit vom Sitz der Arbeiterpartei inszenieren Frauen eine lautstarke Demonstration. Wir konnten ihre Slogans hören. Gebt uns Dayan. Gebt uns Dayan. Gebt
General Dayans Eintritt in die Regierung wird zum Hauptthema der politischen Diskussionen. Wird Dayan, der Held von 1956, Verteidigungsminister, scheint das eine sichere Lösung zur Beruhigung der öffentlichen Meinung zu sein. Wir versuchten, Eshkol zu verteidigen, aber es gab kein Zurück mehr. Sowohl das Volk als auch zahlreiche Mitglieder seiner Partei wollten, dass er ginge. Unsere Verteidigungsstrategie war zu schwach. Eshkol wird aufgefordert, sich an die Bürger zu wenden. Er soll sie beruhigen und danach die Krise lösen. Es ist Eshkols erste Rede an die Nation seit Beginn der Ereignisse. Wir haben ihn ins Studio geführt und ich habe mit ihm zwei Sprechproben gemacht. Er war sehr gut, verständlich und locker. Um den Tisch saßen Chagai, Eshkol und Adi, Eshkols Assistent. Die Radio-Live-Sendung beginnt. Eshkol kara et ha-text. Eshkol hat seinen Text perfekt vorgelesen. Doch dann, als es um den Rückzug der ägyptischen Truppen geht, stößt er auf ein sehr einfaches Wort. Er hört auf zu lesen, dreht sich um und fragt: Adi, was steht da über den Rückzug? Ich bin aufgesprungen und sagte ihm: Herr Eshkol, wir senden live. Dann liest er stockend weiter. Das war eine furchtbare Blamage. Wenige Sekunden später stellte ich das Mikro ab. Der Mann, der als oberster Kommandeur der Armee gilt, stammelte herum. In der gesamten Geschichte der Menschheit gibt es sicher kein anderes Beispiel, in dem ein einfaches Stocken zu einem nationalen Skandal hochstilisiert wurde. Oberstleutnant Lior schrieb, dass die Sendung einen verheerenden Effekt zeigte. Mit seinem Gestammel steigerte Eshkol nur noch das Gefühl der Gefahr und der Verwirrung. Es heißt, Soldaten seien in Tränen ausgebrochen, als sie seine Rede hörten. Die Opposition schlachtete das natürlich so gut wie möglich aus. Doch der Tag ist noch nicht zu Ende. Eshkol muss sich vor dem Generalstab verantworten. Lior nennt diese Nacht die Nacht der Generäle. Eigentlich herrscht im Quartier des Generalstabs immer Nacht, auch tagsüber. Die Gesichter der Generäle werden nur von Neonleuchten erhellt. Die Generäle bestätigen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit verliert, sollte Nassers Provokation unbeantwortet bleiben. Eshkol muss reagieren. Er wird in die Enge getrieben und redet so offen mit seinen Generälen wie nie zuvor. Seine Rede wird erst lange nach dem Krieg veröffentlicht. Seit wann unternimmt Israel Präventivschläge? Ich akzeptiere nicht, dass wir einen Krieg anfangen, nur weil die ägyptische Armee in der Wüste auf Wartestellung steht. Durch Abschreckungsmaßnahmen haben wir uns noch nie zum Handeln zwingen lassen. Wie lange sollen wir denn mit Waffengewalt überleben können? Ihr habt bessere Waffen verlangt und ihr habt sie bekommen. Ihr habt 100 Flugzeuge verlangt und habt sie bekommen. Ihr habt Panzer verlangt und habt sie bekommen. Doch all das habt ihr nicht bekommen, um dann sagen zu können: So, jetzt können wir die ägyptische Armee vernichten. Das war ein stiller Putsch des Generalstabs. Wie weit würde Eshkol seine Entscheidung noch aufschieben können? Einen Tag? Zwei Wochen? Noch einen Moment? Noch einen Versuch? Es war offensichtlich, dass Eshkol alleine gegen alle nicht lange durchhalten würde. Sich gegen die Armee zu stellen ist sehr schwierig, selbst heute noch. Und damals war es so gut wie unmöglich.
Wie konnte er so etwas nur wagen? Die große, unverletzliche Armee sagt, es gebe keine Alternative zum Krieg. Und dieser stammelnde Eschkol will der Armee sagen, was sie tun soll? Er hatte keine Chance. Was folgt, gleicht einer Komödie. Der jordanische König Hussein lädt sich nach Kairo ein. Hussein und Nasser haben seit Jahren nicht mehr miteinander geredet. Für Nasser war Hussein nichts anderes als ein Operettenkönig, eine Marionette der Briten und Amerikaner. Noch vor wenigen Tagen hatte sich König Hussein westlichen Diplomaten anvertraut. Die Blockade der Meerenge von Teheran sei Wahnsinn. Das könne nur zu einer Katastrophe führen. Die Araber seien nicht bereit zum Krieg. Und nun reist Hussein nach Kairo, um sich mit Nassers Ägypten zu alliieren. Ich denke, der König ging davon aus, dass Israel sich auf den Krieg vorbereite und dass es ganz sicher zum Krieg kommen würde. Er war absolut davon überzeugt, dass es Israel um die Eroberung des Ostufers des Jordans und Jerusalems ginge und nicht um den Sinai, die Golanhöhen oder andere Gebiete. Er musste die jordanische Front verstärken, indem er sich in eine vereinte arabische Frontlinie einreihte. König Hussein war der Ansicht, dass er zur Verteidigung des Westjordanlandes arabische Unterstützung bräuchte. Doch diese Unterstützung würde er erst bekommen, wenn er sein Verhältnis zu Nasser verbesserte, der für die arabischen Massen als Anführer galt. Durch eine Allianz mit Nasser hofft Hussein, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er will sein Land vor einer israelischen Invasion schützen und Ansehen bei seinem Volk gewinnen, das zur Hälfte aus Palästinensern besteht. Hussein persönlich schlägt Nasser vor, ein ägyptischer General solle das Oberkommando über die jordanische Armee übernehmen. Das ist, als ob ich Jordanien besetzen würde, ohne einen einzigen Soldaten dorthin zu entsenden, kommentierte Nasser Husseins Vorschlag gegenüber dem ägyptischen Botschafter. Abdel Nasser war vom Enthusiasmus König Husseins sehr beeindruckt. Er hätte niemals gedacht, dass es so weit kommen könne, und er hat dies bis zu seinem Tod nicht mehr vergessen. Neben Syrien und Ägypten gibt es somit einen dritten arabischen Verbündeten. Zudem bringt der Eintritt Jordaniens saudische und irakische Verstärkung mit sich. Israel ist praktisch umzingelt. Innerhalb von zwei Wochen hat Nasser die Konzessionen von 1956 erneut zur Debatte gestellt. Und die Union der arabischen Nationen ist in Bewegung geraten. Die arabischen Völker sind auf der Seite Nassers. Levi Eschkol kann dem Druck der öffentlichen Meinung und der Generäle nicht mehr standhalten. Er beschließt, Moshe Dayan zum Verteidigungsminister einer neuen Regierung der nationalen Einheit zu ernennen, deren Auftrag der Krieg sein wird. One thing about the significance of this appointment is immediately clear. It's an outright victory for all those in Israel who favor the taking of a much tougher line against Egypt. Or does General Dayan's appointment mean that Israel is now about to commit herself to war? Die Korrespondenten der ausländischen Presse belagern den neuen Verteidigungsminister. I should think that just now it's let's put it like that. It's too late and too early, too late to react right away on the locating of the state of Eilat. And too early to draw any conclusion of the diplomatic management or way of handling the matter. Eschkol leitet eine Kabinettssitzung von entscheidender Wichtigkeit. Wird Israel Krieg führen? Dayan gibt den Ton an. Wir dürfen die Initiative nicht aus der Hand geben. Die militärische Situation wird immer komplexer. Es ist egal, ob der erste Schuss von uns ausgeht. Wir müssen jetzt handeln, und zwar schnell. Danach schreitet die Regierung zur Abstimmung. 12 Stimmen für, 2 gegen den Krieg. Dayan selbst schlägt den Text zur Abstimmung der Regierung vor.
Die Regierung beschließt zu handeln, um die Umzingelung durch den Feind zu durchbrechen. Die Regierung vertraut dem Premierminister und dem Verteidigungsminister die Entscheidung über den Zeitpunkt des Einsatzes der Truppen an. Das war's. Damit ist alles gesagt, notiert Lior in seinem Tagebuch. Wir können nicht mehr zurück. Die Entscheidung ist gefallen. Ich liege im Bett und lasse all das Revue passieren, was seit jenem Vorabend des Unabhängigkeitstags geschehen ist, als wir alle auf dem Balkon des Büros des Premierministers standen. Und ich denke an Levi Eschkol. 3 Wochen lang widerstand er unvorstellbarem Druck seiner Landsleute und des Auslands. Er war das Opfer einer unglaublichen Ungerechtigkeit. Doch zu dieser nächtlichen Stunde gab es keinen Platz für Sentimentalität. Um 6 Uhr früh klingelt das Telefon. Mein Weckruf von der militärischen Schaltzentrale. Die Würfel sind gefallen. Es ist ein sonniger Sommermorgen, doch in einer Stunde wird der Krieg ausbrechen. Wie verlief der 6-Tage-Krieg? Welche Folgen hatte er für die ganze Region bis heute? Gleich gehen wir ins Detail.